Hallo ihr Lieben, das ist Christian Schemeier, Paartherapeut, Diplompsychologe und so weiter und so weiter und so weiter. Und wir beantworten mal wieder eine Zuschauerfrage. Wenn du auch so eine Frage stellen willst, kannst du über ein Formular auf liebeschip.de machen. Ja, okay. Wie man sieht, ziehe ich noch um bzw. räume ein. Das war einfach ein fucking Albtraum, Leute, wirklich, ey. Also, das ist ja eine komplexe Geschichte, weil ich ja, ja, sozusagen insgesamt gesehen aus drei Orten zwei mache und diese Orte sich aber alle verändern und das war oder ist immer noch, aber gut, jetzt, ja, fühle mich hier immer wieder aus meinem Holzding hier und genau, sieht noch sehr rumpelig aus. Ich muss, aber das wird es wahrscheinlich noch ein bisschen so dauern, bis ich das hier so richtig fresh mache. Mal gucken, wie ich den Hintergrund mache und alles. Aber bis dahin muss es mal so gehen. Gut, so, also ein Zuschauer. Hallo Christian, ich bin seit Jahren begeisterter Zuschauer deines Kanals, sowie deiner Bücher. Danke dafür. Jetzt zu meiner Geschichte. Ich bin in den 30ern, habe Ende letzten Jahres meine Ex-Freundin kennengelernt. Sie ist Ende 20, genau mein Typ Frau, mit schwieriger Kindheit, psychisch schwer erkrankter Mutter, überpräsenter Vater. Ja, also jetzt dieser Satz ist eigentlich schon, hat schon in sich. Also ich habe das früher auch mal alles unterschätzt, muss ich sagen. Welchen Einfluss die Kindheit hat auf Partnerwahl so, ne? Und ja, häufig eben, wenn man eine schwierige Kindheit hat, keinen guten Einfluss. Und in diesem Satz steckt eigentlich schon so viel drin. Genau mein Typ Frau mit schwieriger Kindheit. Ich weiß nicht, wie deine Kindheit war, vielleicht kommt da noch was zu, wahrscheinlich auch nicht so einfach. Und dann ist ein vertrautes Gefühl, ist dann leider ein Red Flag. Ich weiß nicht nur, dass man eine beschissene Kindheit hatte, sondern man muss auch noch gegen sein Gefühl andaten, was echt gemein ist irgendwie, aber ja, es ist, wie es ist, ne? Da kommen jetzt auch so. Ich bin seit 8. Lebensjahr halbweise und mit 29 ist mein zweiter Elternteil gestorben, habe selbst mit unsicherem Bindungsmuster zu kämpfen. Nach einer wundervollen Anfangszeit ohne Lovebombing und Fast-Forwarding mit viel Nähe, Vertrautheit, Intimität und tollen Indoor-Olympics nach 3 Wochen Kennenlernzeit begannen nach 3 Monaten die ersten Probleme. Das ist ja immer so, ne? Nach 3 Monaten, das kann man nicht unterstellen. Ob das jetzt kein Lovebombing stattgefunden hat und so. Das sieht man manchmal mit einem Jahr Abstand und so nochmal anders. Aber ja, lassen wir es mal so stehen. Und ja, gut, hat dir gefallen. Aber wie gesagt, wenn man es zu gut ist, um wahr zu sein, ja. Anfangs hat sich alles richtig angefühlt, fast so schön, um wahr zu sein. Okay, steht schon. Chemie war 10 von 10. Auch das ist, vor allem, wenn man das Gefühl hat, es ist 12 von 10, ist meistens irgendwas faul. So, ne? Allerdings schon am Anfang hat sie mir gestanden, dass sie Bindungsangst hat. Bei ihr soll ich nie nach Logik suchen. Ja, also wenn jemand sowas sagt, dann sagt sie im Grunde genommen, ich kann es überhaupt nicht ernst nehmen. Ich bin, ich vertreibe jetzt mal, ne? Ich bin völlig crazy und mach, was ich will irgendwie so. Ne? Und gibt da auch nicht viel drauf. Also eine Aussage ist ja auch, ich bin, wie ich bin und es kommt mir bloß nicht, dass du mich irgendwie verändern willst oder so. Ja. Aber gut, das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber naja. Ihre erste Beziehung ging sie erst mit 25 ein. Ja, ich meine, das ist, heutzutage wird es normaler, muss ich zugeben. Könnt ihr ja mal schreiben, wie ihr das seht. Aber an sich ist es schon mindestens eine Yellow Flag, wenn nicht sogar eine Red Flag. Nicht, dass es mit den Leuten irgendwas falsch ist, die schwer in der erste, die spät in der erste Beziehung gehen. Nur, wie ich immer sage, also wenn beide wackeln, Bindungsangst ist ja auch wackeln, ist halt schwierig, ne? Während wenn nur einer wackelt, so, ne? Das, ja. Ich sag mir nichts dabei. Ja, sowas habe ich früher auch mal gedacht. Da sie anfangs so verfügbar war, sehr weiblich, offen, weich und zugänglich.
Ja, also diese Wechselspiele zwischen Polarität und Toxik, die sind schon echt abgefahren. Also zu 100% habe ich das auch noch nicht durchschaut. Fakt ist, dass es in toxischen Beziehungen häufig viel Polarität, also viel, sagen wir mal so, wahrgenommene Polarität gibt. Zumindest von einer Seite, von der anderen vielleicht nicht unbedingt. Sonst würden die ja nicht auseinandergehen, die Beziehungen, ne? Nach unserem ersten Urlaub machte sie innerhalb eines Tages Schluss. Ich meine, also was wir hier sehen, ist wahrscheinlich jemand, der nicht so der stabilste ist oder nicht die stabilste. Und wie gesagt, sie macht das, was sich für sie richtig anfühlt. Aber man muss immer überlegen, ob man da nicht gleich so ein Muster hat von komm her, geh weg. Und ganz ehrlich, wenn aus ihrer Sicht ein Urlaub so scheiße war oder sie so krass Bindungsangst gekriegt hat, dass sie Schluss machen muss nach dem Urlaub, dann ist es einfach nicht der richtige Partner, ne? Richtige Partnerin, muss man einfach sagen, irgendwie, ne? So. Muss man auch nicht immer den Schuld bei sich suchen. Also klar, man ist immer gut, an sich weiterzuarbeiten, aber naja. Im Urlaub hatten wir vereinzelt wenige Momente, wo wir aneinander gerieten, aber aus meiner Sicht nichts wirklich Dramatisches, eher Banales. Na, ich denke mal, es war ja einfach zu nah, ne? So, und dann wird das aber auch nicht thematisiert, sondern dann geht es gleich wieder ins nächste Extrem, ne? Nach circa eine Woche später sprachen wir uns aus. Sie erinnerte sich an die tolle Zeit zusammen, entschuldigte sich für die Trennung, so weit, so gut. Ja, haben wir schon das erste auf, ne? Bei allem im Kopf. Nummer ganz ist, dass sie immer häufiger meine Initiative SEX einzuleiten abwehrte. Das irritierte mich, da sie anfangs so weich war, sich hingab. Ja, wenn jemand Bindungsangst hat und du vielleicht noch so ein bisschen, auch wenn du das vielleicht gar nicht so wahrnimmst, vielleicht so ein bisschen zu plussig bist, dann geht das rucki-zucki. Ne? Wie gesagt, ich muss auch nicht immer jetzt einen Schuldigen suchen. Letztendlich heißt es leider einfach, dass eure Bindungsschilde nicht passen, offensichtlich, weil wenn das so nach 3 Monaten schon so ein Riesenthema ist, ist echt überhaupt kein gutes Zeichen. Ne? Dann ist sie vielleicht jemand, der so permanente Abwechslung braucht und naja. Sie fühlt sich eingeengt, alles fühlt sich nur an so an, als ob man aufs Bremspedal drückt. Degeneration statt Progression. Genau, das ist ja auch so eine ganz allgemeine Dating-Red Flags. Genau, dass es sich zurückentwickelt und nicht voran. Zudem fiel mir immer wieder auf, wie sie es bemängelte, dass sie bestimmte Situationen anders wahrgenommen habe als sie. Sie konnte kaum wahrhaben, dass zwei Menschen durchaus so zwei Wahrnehmungen haben. Ja gut, das ist, glaube ich, in vielen Beziehungen kann man es manchmal gar nicht fassen, aber ist auch oft ein Zeichen mangelnder Kompatibilität, ne? Gespräche helfen meistens nicht. Ja, in dem Fall, wenn das gleich so dramamäßig abgeht, das glaube ich dir sofort. Haben sie nur angestrengt. Ich begann immer mehr bei sie zu grübeln. Jo, jetzt kommst du langsam so richtig. Jetzt rückst du dich ins Plus rein. Du kommst in Liebessucht. Ne? Wie ein Strudel, der mich einsog. Ich bemerkte, dass sie immer mehr die Alleinherrscherin über Nähe, Distanz und SEX war. Ja, der Minuspol führt häufig. Ne? Was natürlich noch zusätzlich Polaritätsprobleme macht für sie jetzt so. Ne? Aber ich würde da jetzt im ersten Schritt nicht den Fehler bei dir suchen. Ich meine, sie ist, wie sie ist. Ich denke, das wird ihr mit anderen Freunden auch nicht anders gehen. Aber man sicherlich, wenn man solche Frauen anzieht, sollte man auch am eigenen Plus arbeiten, sag ich mal. Wenn du diese Begriffe alle nicht kennst, guck mal in mein Modul 1 rein. Umprogrammierung des Liebeschips zur Veränderung deines Beuteschemas. Zudem ging es los, dass ich vereinzelt für meine Witze oder für meine Art zu reden kritisiert wurde, was ich auch gar nicht mehr verstanden habe. Ab und zu erwischte ich mich dabei, wie ich nachts neben ihr ein ungutes Bauchgefühl gespürt habe, teilweise auch Schlafprobleme hatte. Ja, ist eigentlich alles zusammen hier, man kann nicht mehr richtig schlafen. Ich kenne das auch aus einer toxischen Beziehung. Ich glaube eigentlich, vor allen Dingen früher hatte ich einen super guten Schlaf. Ich erinnere mich an Nächte, wo ich einfach wachgelegen habe, 8 Stunden irgendwie bis morgens, und kenne das auch von Klienten, ganz schlechtes Zeichen, ganz schlechtes Zeichen, wirklich, das ist die Beziehung höchst liebessüchtig in der Regel und nicht mehr zu retten, leider, liebessüchtige Beziehungen sind nicht zu retten, ne.
Ja, sicherlich. Also ich habe noch keine Ausnahme festgestellt, aber wie gesagt, nicht zu retten heißt natürlich nicht, dass man nicht drin bleibt und sich völlig fertig machen lässt. Aber das kriegt man nicht mehr auf eine gute Spur. So. Nicht kompatibel. Ständig musste ich an unsere wundervolle Anfangszeit denken, wollte nicht wahrhaben, dass sich alles ändern könnte. Ende Februar folgte die zweite Trennung. Zweites Off. Also oft sage ich ja auch, drittes Off ist so Dealbreaker, aber zweites Off innerhalb von 6 Monaten. Nächste dicke Klopper, dass ihr nicht kompatibel seid. Ne? Sie sagte mir geplantes Treffen ab, beschimpfte mich über WhatsApp. Ja, was willst du mit der? Wo sind deine fucking Standards? Ich verstehe es, nur man muss da wirklich den Kopf einschalten und sich sagen, warum will ich verdammt nochmal diese Frau daten? Ich sag's dir warum, weil sie sich vertraut anfühlt, aber sie tut überhaupt nicht gut, wie sie vielleicht Mami auch schon nicht gut getan hat oder zu früh gestorben ist oder ich weiß nicht was. Und ja, du rennst der verlorenen Anima hinterher, aber mal ganz ehrlich, das sind jetzt schon, wenn du jetzt mal wirklich dir einen neutralen Mann vorstellst, der einfach sagt, hey, die Frau ist hot, will ich daten, und dann kommt die Frau an und sagt, so, ich trenne mich zweimal, ich beschimpfe dich, du bist scheiße, hab keinen Bock mehr auf Bettsport mit dir, du nervst, was willst du mit der, ne? Ganz ehrlich, ne? Die Gründe waren, ich hatte mir mal bestimmte Filmchen, du weißt, was ich meine, bei ihr auf dem Smart TV angesehen, was sie selbst auch tat. Ja, also diese Seitenlinie mit den Filmchen, die nehmen wir jetzt mal heute nicht, aber Fakt ist einfach, wenn ihr das beide macht und sie bemängelt es bei dir, Doppelstandards, nächste fucking, da ist wirklich alles dabei hier, ne? Nach langen Diskussionen über WhatsApp machte sie Schluss. Wenige Wochen, viele Wochen später die nächste Runde. Ja, ich rannte ihr auch hinterher. Sie gab zu, Schwächen so betrieben zu haben, hat nur noch meine Fehler gesehen. Das ist manchmal noch viel, also im englischen Bereich, in der Selbsthilfepsychologie sagen die gern, es gibt so Zerstörer, sag ich mal, also so Bindungsängstler, die einfach Schwächenzoom anschalten und dann bist du einfach scheiße und die wollen auch nie wieder was mit dir zu tun haben. So hart das auch klingt, ist es nicht so schlimm. Und dann haben wir die Seductive Withholder, also wenn man so frei übersetzt, blockierenden Verführer oder verführenden Blockierer, die dich immer wieder anholen, die dich fertig machen, abschießen, wieder ranholen, wieder fertig machen, wieder abschießen, dann, das ist fast noch schlimmer, habe ich euch auch häufig von Frauen, die so minuspol sind, momentweise von Verständnis, wo man so denkt, ja, let's work it out, ne, ja, stimmt, Schwächenzoom, ich habe das Buch von Steffi Stahl schon durchgeblättert, habe ich mir um das Kopfkissen gelegt, ja, lass uns die nächste Runde machen, weil sie wahrscheinlich einfach nicht allein sein, also dieser, ich denke mal, dieser Frau ist immer so einen ständigen Wechsel von Bindungsangst und Verlustangst und ja, aber letzten Endes müssen wir uns gar nicht bei eben mit ihr aufhalten, was ist mit dir, ne? Was ist mit dir, ne? Hat nur noch meine Fehler gesehen. Wieder in die Spur zu kommen, war sehr kräftezehrend. Sie entschuldigte sich und wir gingen weiter. Es fühlte sich sogar teilweise wie am Anfang an. Wir dachten, diesmal wird es halten. Nee, das dritte ist off jetzt, glaube ich. Dann ist es durch. Dann unser nächster Urlaub, der sehr harmonisch verlief. Anfangs, allerdings nach dem Urlaub, sind wir aus dem Rhythmus gekommen. Irgendwie merkte ich, dass wir uns emotional entfremdet hatten. Vor allem sie. Ja, das wundert uns jetzt nicht. Eines Abends lag ich im Bett neben mir, sie hielt beide Hände vors Gesicht und ich fragte, was los sei. Sie antwortete, ich mag nicht, wie du atmest. Oh Gott, ich wirklich denken, du hast so ein Exzerpt geschrieben von all den toxischen Beziehungen, die Männer so erleben. Ja, aber das ist auch so ein, das hat mit dir jetzt nichts zu tun, das ist so ein Schwächenzoom. Das ist, sie sucht jetzt halt irgendwie Gründe. Ich meine, Bindungsangst ist echt ekelhaft, ne? Also man will es irgendwie nicht und ja, also sie kann ja glaube ich auch nicht aus ihrer Haut, ich will sie da jetzt auch nicht unnötig fertig machen, sie kann auch nicht aus ihrer Haut und es ist vielleicht auch verzweifelt, dass sie es plötzlich wieder nicht fühlt und sie will es aber letzten Endes hat sie da auch keinen Plan, ne? Aber du auch nicht, aber ihr seid jung, mein Gott, ne?
relativ jung. Aber jemand, der, ich weiß nicht, du willst eine Frau haben, die dich auf Händen trägt, ne? Und die sagt, mache ich richtig so gern und ich weiß nicht was. Und das macht ja alles keinen Spaß, ne? Also wirklich, kannst auch nichts machen. Was soll man dazu sagen, ne? Müsstest du eigentlich sagen, sag mal, echt, hackt's noch bei dir, ey, was soll der Scheiß, ne? Aber drauf eingehen bringt gar nichts, ne? Ich war irgendwie geschockt, ob diese Aussage. Reflektmäßig antworte ich mit witziger Stimme, du bist ganz schön toxisch. Ja. Steht ihr zu an diesem Punkt, würde ich mal sagen. Danach drehte ich mich um und fragte sie, ob sie mich ein bisschen krault. Sie hat mich daraufhin richtig verächtlich nachgemacht. Ja, hast du mal dazu sagen. Da sagte ich drauf, aber diesmal ernster, du bist toxisch. Die Nacht war sehr unangenehm, kein Kuscheln, wie es sonst gewohnt war, nichts außer Schlafprobleme. Ja, also ich verstehe das, dass du das sagst. Ich meine auch, also die Mail von diesem Zuschauer war ein bisschen lang. Ich hatte auch in die erste Variante mal, also ich habe deutlich zu lang mal reingeguckt. Dann hatte ich ihm gesagt, Mann, schreib die mal kürzer. Da hat er auch noch gesagt, dass er auch teilweise ein bisschen ärgerlich geworden ist und so, was total verständlich ist, ne? Ich wollte nur nochmal sagen, das bringt alles nichts zu sagen, du bist toxisch oder so, weil dann geht die, ich kann sie da jetzt nicht hundertprozentig einschätzen, aber unter Umständen geht sie dann jetzt raus aus der Beziehung und sagt, boah, voll der Narzisst, dann hat er sich aufgeregt und hat er gesagt, ich bin toxisch und es bringt nichts. Also je cooler man da ist, einfach Fakten sammelt und auf Basis dieser Fakten eine Entscheidung trifft, je besser kommst du da raus, umso weniger bist du dann noch der Blöde hinterher irgendwie und das war nur so am Rande, ne? Die Nacht war sehr angenehm, kein Kuscheln, wie wir es sonst gewohnt waren, nichts außer Schlafprobleme. Ja, dann fängt man an zu grübeln, ne? Ein paar Tage später, ich sollte ihr gequälte Mandelmilch bringen, habe ich aufgrund von strömenden Regens nicht ihre Wunschmilch mitgebracht. Weil also der Supermarkt da halt näher war, als wo es ihre Milch gibt. Oh Mann, ey, das ist wirklich teilweise 1:1, was ich erlebt habe. Wirklich, muss ich echt sagen. Ich weiß noch, da in einer von diesen Beziehungen, weiß ich noch, da hatte ich mal 1,5 Milch mitgebracht statt 3, das war wirklich genau das Gleiche, auch um Milch. Und hat völligen Meltdown, Ausraster und oh, ich meine ich mich zu erinnern auf jeden Fall. Oder sie, weiß nicht, war das auch das Gleiche, sie wollte kein Frühstück haben. Ich habe mir dann, das war auch im Urlaub, mir was mitgebracht und dann ist sie völlig ausgerastet, dass ich hier kann. Oder das waren wahrscheinlich zwei verschiedene Sachen. Aber boah, ey, krass, ja. Ist einfach, also rude, unfreundlich, wenn du so willst, unreif, toxisch, wie es egal, wie du es nennst. Das ist einfach jemand, mit dem du keine Relationship-Material hier, die Frau für dich, ne? Ganz klar, ne? Sie reagierte mit einem trockenen Danke hinter Norbert noch leicht, was mich wirklich wütend machte. Da war der Abend für mich gelaufen. Es war für mich der letzte Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hätte. Meiner Bitte einfach dankbar zu sein, ohne zu nörgeln. Absolut fair, entgegnet sie mit Trotz und Unverständnis. Konnte für eine Stunde nichts mehr sagen. Kleine Annäherungsversuche ihrerseits konnte ich nicht erwidern. Na, ich verstehe, dass du jetzt auch keinen Bock mehr hast. Ich war selbst wie eingefroren. Ja, jetzt triggert so ein bisschen deine Punkte vielleicht. Dein Schattenkind, das ist auch der Punkt, also ihr wollt eine Beziehung haben, wo euer inneres Kind sich wohlfühlt, dein inneres Kind fühlt sich hier nicht wohl, ne? Hab sie um ein Gespräch, war kurz vorm Schlafengehen platzte ich, ja, jetzt, genau, also man verliert die Kontrolle in diesen Beziehungen auch als Pluspol und, trotzdem muss man natürlich wieder für Selbstverantwortung übernehmen, ganz klar. Aber das führt dann häufig dazu, dass, deswegen kann ich da nur vorwarnen, dass deine Freundin da rausgeht und dann sagt, boah, ey, voll der Narzisst, ey, wie er sie immer aufgeregt hat. Vielleicht macht sie es auch nicht, weil sie hat ja schon so Einsichtsmomente, aber da wäre ich, muss mal echt aufpassen, ne?
Sie blockierte, wollte nur noch schlafen, sind in Eiseskälte durch die Nacht. Oh Gott. Und nicht atemlos. In Eiseskälte durch die Nacht. Okay. Am Tag danach die erneute Trennung. Ihre Gefühle hätten sich geändert. Sie fühlte nichts mehr für mich. Ja, die wird wiederkommen, fürchte ich. Ich fühlte mich leer, abhängig von ihr, wollte um jeden Preis um diese Beziehung kämpfen, obwohl ich wusste, dass sie mir nicht mehr gut tut. Sie ließ es nicht zu, seitdem habe ich noch ein paar Mal versucht, mit ihr zu reden. Wofür? Aber scheint endgültig zu Ende. Sie sagte, ich wäre nie ihr Typ gewesen. Ja, jetzt schlägt sie so richtig zurück und das finde ich echt ekelhaft. Finde ich echt nicht in Ordnung. Natürlich warst du ihr Typ. Ich meine, also entweder hat sich die ganze Zeit angelogen, oder warst du natürlich ihr Typ. Und solche Sachen zu sagen, ist letztlich aber auch toxisch. Jetzt ist sie vielleicht im Schmerzkörper, weil du vielleicht noch die Schuld kriegst, jetzt in ihrem Weltbild, warum es nicht klappt. Ein Tritt danach ist natürlich super unreif, völlig indiskutabel. Aber das führt dann leider dazu, dass man denkt, oh Gott, hat sie je irgendwas ernst gemeint? Aber darauf gibt es leider keine Antworten. Manchmal sieht man es mit ein bisschen Abstand so von 1, 2, 3 Jahren nochmal alles viel nüchterner und klarer. Aber letztlich muss man es auch so stehen lassen. Es gibt in toxischen Beziehungen keinen Abschluss. Ne? Sollte man auch gar nicht suchen. Einfach akzeptieren. Ah, 1 und 1 ist 5, sage ich dann immer. Alles klar. 1 und 1 ist 5. Okay. obwohl sie mir innerhalb der Beziehung genau das Gegenteil kommuniziert hatte, mehrmals, ja. Sie hätte mit leeren Eimern gedatet, ja, das glaube ich. Und du wahrscheinlich auch. Und es wäre alles ein Fehler gewesen. Ja, das mag sogar sein. Aber auch toxische Beziehungen führen zu Bewusstseinssprüngen, potenziell zumindest, und sind Teil unserer Entwicklung. Also insofern war es nicht umsonst. Vielleicht war es ein Fehler, aber es war nicht umsonst, weil das euch beide zeigt, wo jeder für sich wohlgemerkt dran arbeiten kann. Ne? Ich fühlte mich darauf nicht gut. Gleichzeitig fühlt sich wie ein Entzug an, nicht in ihrer Nähe zu sein. Ja, du bist jetzt liebessüchtig. Gehe ich jetzt mal nicht weiter drauf an, habe ich ganz viele Videos zu gemacht. Es liegt teilweise sicherlich an euren Dynamiken, teilweise an einer intermittierenden Verstärkung. Könnte gut sein, dass sie wiederkommt, kann sein, dass auch nicht. Also ich würde da, ja, wenn sie jetzt genug neuen Nachschub hat, wahrscheinlich eher nicht. Aber vielleicht auch doch. Also sie wäre schon ein Kandidat, aber ist auch egal. Du blockst alles. Sollte ja eigentlich klar sein, dass es machst Modul 1, Shitlist, Modul 0, auch zum Liebeskummer-Modul. Ja, nice, geiles Leben, Leben, Selbstliebe, gucken, woran es liegt. Also die ganze Arbeit liegt da jetzt vor dir und aber mach dir klar, dass jeder Gedanke, sie wieder haben zu wollen, ist einfach ein Suchtgedanke und wird dich nicht weiterbringen. Danke für die schöne Mail und bleib dabei, mein Lieber, und wir sehen uns bald wieder.